Hallo, willkommen zum Video 13 in der Vorlesung Statistische Umweltmodellierung. Im letzten Video hatte ich angefangen, die Kreisabbildung Ihnen vorzustellen und da wollen wir jetzt einfach direkt weitermachen. So, in dem letzten Teil, also wir hatten erst angefangen mit zwei ungekoppelten Oszillatoren, mit der, die identisch, zwei identische ungekoppelte Oszillatoren, also diese kreislinige Bewegung auf dem Torus, wenn beide Rotationsgeschwindigkeiten genau gleich sind, also wenn die Windungszahl, das Verhältnis von Omega 1 zu Omega 2 gleich 1 ist. Na, vielleicht schreibe ich das nochmal so hin. Wir definieren diese Windungszahl, sind so ein Groß Omega. Das ist hier das Verhältnis von der einen Frequenz zu der zweiten Frequenz. Und das ist dann in dem Fall gleich 1. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn dieses Verhältnis nicht gleich 1 ist. Wenn wir also immer noch geradlinige Bewegung hatten, aber jetzt haben wir ein anderes, ein Verhältnis ungleich 1, das jetzt entweder rational oder irrational sein kann. So, dazu, also schreiben wir es mal hin. Ungekoppelte, wir haben also hier ungekoppelte Oszillatoren, aber diesmal ist Omega 1 ungleich Omega 2. Und das Omega, also Groß Omega, diese Windungszahl ist dann ungleich 1 oder ganz allgemein, also irgendein allgemeines Omega. So, und jetzt müssen wir wieder schauen, wie sieht die Dynamik im Torus aus. Habe ich hier gleich schon mal skizziert. Und jetzt starten wir halt irgendwo, kommen jetzt irgendwo raus, gehen hier lang, hier raus. Also natürlich immer mit derselben Steigung und so weiter. Und jetzt, wie sehen jetzt die Schnittpunkte aus? Zum Beispiel hier, wenn ich hier starte, dann habe ich hier den ersten Schnittpunkt, dann komme ich hier raus, habe den, nee, dann wäre ich ja hier rausgekommen, habe hier den zweiten Schnittpunkt, dann habe ich hier den dritten Schnittpunkt und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, wie verändert sich die Phase nach einer Rotation? Wir wollen jetzt wieder, also wie ändert sich der Schnittpunkt nach einer Rotation? Wir wollen jetzt also wieder diese Abbildung auftragen. Hier haben wir den Schnittpunkt zum Zeitpunkt t. Wir wollen wissen, was ist der Schnittpunkt zum Zeitpunkt t plus 1. Und jetzt können wir überlegen, also angenommen, wir haben zum Beispiel jetzt diesen Punkt. Was ist mein neuer Schnittpunkt? Jetzt muss ich, was muss ich machen? Ich muss jetzt einmal so lang weitergehen, bis der Oszillator 1 eine Rotation gemacht hat. Bis also der Oszillator 1 einmal wieder an demselben Punkt ist. Und dann gucken, was hat Oszillator 2 dann effektiv gemacht. Das heißt, ja, ich schreibe das jetzt mal hier so hin, wenn ich jetzt den nächsten Schnittpunkt hier habe und will das wissen in Abhängigkeit des vorherigen Schnittpunktes, dann habe ich ja schon die Phase gehabt, also der Start bei diesem Schnittpunkt, dann habe ich ja schon eine gewisse Phase von Phi 2. Das ist also dieser Wert hier. Also das ist, ich starte mit dem. Jetzt mache ich eine Rotation von Phi 1 und dann kommt irgendwas dazu. Und was kommt dazu? Da kommt genau das Windungsverhältnis von Omega 2 zu Omega 1 dazu. Weil ich will ja wissen, was und wie viel hat sich jetzt die Phase Phi 2 erhöht, wenn Phi 1 eine Rotation macht. Und jetzt kann man ein bisschen also nachdenken, dann kommt halt genau dazu das Verhältnis dieser Frequenzen Omega 2 zu Omega 1, aber mal 2 Pi. Also plus 2 Pi mal das Verhältnis von Omega 2 zu Omega 1. Und jetzt merke ich gerade, ich habe das, die Windungszahl hätte ich hier andersrum definieren müssen. Das Verhältnis Omega 2 zu Omega 1. Es ist immer die Frage, wie rum nimmt man so ein Verhältnis oder wie ist es bei der Phasendifferenz, nehmen wir Phase 2,
minus Phase 1 oder hier bei der Kreisabbildung brauchen wir immer das Verhältnis Omega 2 zu Omega 1 oder 1 zu 2. Aber hier macht es Sinn Omega 2 zu Omega 1, ne? Weil ja die Phase des Durchstoßungspunktes von, also die Phase des zweiten Oszillators, ja gerade dann um das Verhältnis Omega 2 zu Omega 1 mal 2 Pi vergrößert wird. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt einfach hier starte, ich mache eine Rotation, ich mache 2 Pi in einer Variable und dann gucke ich mit diesem Verhältnis, sehe ich dann, wie viel Winkel sich die Phase 2 verändert hat. Jetzt hat man nur das Problem bei dieser Sache hier, dann könnte es ja sein, dass man bei dieser Addition aus diesem Quadrat rauskommt, ne? Und dass man, deswegen, wieso kann ich denn manchmal, haben wir ja gesehen, wir springen nach unten bei diesen Durchstoßungspunkten. Ich kann deswegen nach unten springen, weil ich einfach hier, ich addiere ja immer was dazu, komme aus dem Quadrat raus. Aber das ist ja alles periodisch, das heißt eine Phase, die größer ist als 2π, muss ich identifizieren mit einer Phase, die wieder hier drin ist. Ich muss also das Ganze hier betrachten, modulo 2π. Und dann haben wir hier, ich mache das mal noch nicht in Rot, weil das noch nicht die vollständige Formel ist, aber immerhin mal ein Quadrat drum. Schon mal, das ist also jetzt die Kreisabbildung, wenn man Omega 1 und gleich Omega 2 hat. Und vielleicht schreibe ich hier nochmal das hin. Also wir meinen jetzt hier Omega 2 durch Omega 1 und das ist ungleich 1. Und dann haben wir halt hier eine Abbildung, die, wenn ich jetzt, jetzt muss ich gucken, wo, wie sieht diese Funktion jetzt aus? Das ist ja immer noch eine Gerade mit Steigung 1. Aber wenn zum Beispiel wenn wir starten mit einem Durchstoßungspunkt bei 0, starten wir mal ganz hier unten, Phase ist 0, dann kommt einfach, haben wir als nächstes dieses 2π Omega dazu. Also wenn hier Phi gleich 0 ist, haben wir danach 2π Omega, groß Omega. Das ist hier wieder eine Dynamik auf dem Quadrat. Und jetzt gehen wir hier, dann haben wir hier, das ist also eine Geradengleichung mit diesem Absolutwert und Steigung 1. Dann geht es halt hier mit Steigung 1 genau nach oben. Und jetzt haben wir genau diesen Punkt, wo wir das Modulo brauchen. Dann kommen wir hier unten, dann haben wir so eine Abbildung. Und das ist aber jetzt, müssen Sie aufpassen, jetzt hat jetzt, ne, das ist ein bisschen die Verwirrung. Man hat jetzt auch irgendwie so eine Abbildung, die so ähnlich aussieht wie sowas hier. Aber es ist eine völlig andere Interpretation. Ne? Das hier ist der Phasenfluss auf dem Kreis. Während das ist einfach eine diskrete Abbildung, die zu jedem Phi uns das nächste Phi gibt. Ne? Und das ist einfach nur eine Funktion. Wir können das vielleicht auch hier vielleicht noch so ein bisschen so einzeichnen, dass es klarer ist. Wir haben einfach so eine Funktion. Die Funktion ist eine Gerade. Aber weil wir das ganze Modulo 2 betrachten müssen, haben wir halt hier so einen Sprung in der Gerade. Ne? Weil eigentlich geht es hier oben weiter, aber dieser Wert mit viel größer als 2π entspricht halt diesem Wert hier. Ne? Und das kann man so hinschreiben, ne? Die neue Phase ist die alte plus 2π. Groß Omega Modulo 2π. Und jetzt kann man nochmal überlegen, ja, und diese einfache Abbildung, hat die jetzt schon die ganze Information drinstecken zu geschlossenen Orbits und quasi periodischem Verhalten? Ja, das hat sie. Deswegen nochmal, was bedeutet denn diese Kreisabbildung? Hier oben war die Kreisabbildung ja einfach nur, die Phase ändert sich, der Durchstoßungspunkt ändert sich gar nicht. Und hier heißt es, beim Durchstoßungspunkt kommt einfach immer 2π Omega dazu. Habe ich vielleicht auch nochmal hier hin. Jeder neue Schnittpunkt ist gerade um 2π Omega höher. Ich sehe hier irgendwie, ist es ein bisschen nicht ganz scharf hier. Ich hoffe, Sie können es trotzdem lesen. Ich muss gleich mal schauen, was mit meiner Kamera ist. Ich hoffe, Sie können es trotzdem noch lesen. Jeder neue Schnittpunkt ist gerade um 2π Omega höher. Nun, jeder Schnittpunkt ist um 2π Omega höher.
Und das bedeutet einfach, wir machen einfach bei diesen Durchstoßungspunkten, in jedem neuen Schnitt gehen wir einfach um 2 Pi Omega höher, also um feste Distanz immer einfach nach oben. Und das Ganze muss aber Modulo 2 gemacht werden. Wir gehen also um eine feste Distanz nach oben und wenn wir aus dem Quadrat rauskommen, müssen wir unten wieder reingehen. Ja, und jetzt kann man überlegen, je nachdem, ob dieses Omega rational oder irrational ist, kommt man danach, wenn man immer eine gewisse Distanz weitergeht auf dem Kreis, irgendwann wieder genau auf sich selber oder man hat was quasi periodisches. Also dieser Unterschied zwischen geschlossenen Orbit und quasi periodischem Verhalten bekommt man auch, wenn man einfach immer auf einen Kreis immer in festen Schritten von 2 Pi von einer gewissen Distanz entlang geht. So, das heißt, jetzt haben wir gesehen, wie diese Poincaré-Abbildung aussieht für diesen Fall einer geradlinigen Bewegung. Wir gehen immer um eine gewisse Distanz nach oben. Und wie ist das im Fall Omega 1 gleich Omega 2? Dann ist diese Distanz, die wir nach oben gehen, ist gerade 2 Pi. Und eine Distanz von 2 Pi, das heißt, man bleibt einfach auf genau derselben Stelle, weil man einmal ganz um den Kreis geht und man bleibt, wo man war. Das heißt, ne, dieses Groß Omega muss man halt auch 2 Pi periodisch sehen. Ne? Ich kann entweder sagen, ich bleibe, wo ich bin, oder bin ganz einmal um den Kreis gegangen, dann bin ich immer noch, wo ich bin. Ne? Wenn das Groß Omega was anderes ist, zum Beispiel 2 Drittel, dann geht man immer um 2 Drittel weiter des ganzen Kreises und dann hat man halt nach 3 Rotationen ist man wieder da, wo man war. So, jetzt, ne, wozu haben wir das gemacht? Wir wollten ja jetzt eigentlich zu Abbildungen, die ein bisschen komplizierter sind, ne, Flüssen, die ein bisschen komplizierter sind, haben aber jetzt erst diesen einfachen Fall betrachtet, dass wir geradlinige Bewegung haben. Was passiert denn jetzt, wenn wir ein bisschen was Komplizierteres haben? Jetzt kann man auch überlegen, wie könnte man jetzt diese Kreisabbildung hinschreiben, wenn wir so einen Fall haben. So, jetzt wollen wir also den Fall zweier wechselwirkender Oszillatoren betrachten und wir haben also jetzt so einen Phasenfluss, ich habe das hier nochmal aufskizziert, der halt so ein bisschen deformiert ist von diesen geraden Linien. Und jetzt ist die Frage, wie kann man jetzt diese Abbildung hinschreiben? Und dann ist die Idee, dass man sagt, okay, wir raten wieder und sagen, naja, dann ist vielleicht diese Kreisabbildung so, dass wir wollen natürlich wissen, was ist die neue Phase, der neue Durchstoßungspunkt im nächsten Zeitschritt und sagen, gut, das ist halt die Phase im Zeitschritt davor. Wir haben plus wieder 2 Pi groß Omega, ne, die Windungszahl und da haben wir halt jetzt die Frequenzverhältnisse der natürlichen Frequenzen. Ne. Und dann kommt aufgrund der Wechselwirkung noch irgendwas dazu, was wir nicht kennen. Das ist halt irgend so eine Funktion, die abhängt von unserer Phase zum Zeitpunkt t. Ne, wir sagen also, wenn wir was wechselwirken, dann haben wir einfach die Abbildung des einfachen Systems plus irgendwas. Und jetzt ist die Frage, was soll dieses Plus irgendwie sein? Und jetzt ganz ähnlich wie bei diesem Kuramoto-Modell, sagen wir dann die einfachste Möglichkeit. Das ist wieder so eine Sinusfunktion. Jetzt kann man ganz analog, wie wir das für diesen Kuramoto-Oszillator belegt haben, feststellen, dass f ist eine 2-pi-periodische Funktion. Ne? Und wie kann die aussehen? Welche Eigenschaften kann die haben? Letztendlich das Einfachste, was man dann haben kann, ist, dass das einfach eine Sinusfunktion ist, weil das ja 2-pi-periodisch sein muss. Also die einfachste Möglichkeit ist, dass wir sagen, dieses f von Phi ist einfach Sinus von Phi. Jetzt kann man noch ein Vorzeichen überlegen und denkt, dass am besten nehmen wir hier ein negatives Vorzeichen, damit wir eine attraktive Wechselwirkung haben. Und dann wollen wir natürlich eine Stärke haben, wie stark ist diese Modulation, diese Veränderung. Und haben hier wieder so eine Kopplungsstärke, so ein K. Das ist die Kopplungsstärke der beiden Oszillatoren oder die Stärke, wie weit wir jetzt von diesem Geradlinigen abweichen. Und das ist jetzt einfach wieder so ein Ansatz, den man probiert. So, und dann sieht die Abbildung so aus, dass wir sagen, wie zum nächsten Zeitpunkt, t plus 1,
ist gleich Phi von t plus 2 Pi cos Omega minus k mal Sinus von Phi und das Ganze natürlich modulo 2 Pi. So sieht diese Abbildung dann aus, wenn wir dieses Sinus geraten haben. Und jetzt nervt ein bisschen für viele Leute, dass wir hier immer so immer dieses 2 Pi haben. Man muss immer überlegen, wenn sich eine Phase um 2 Pi erhöht hat, aber eigentlich meint man doch eine Rotation. Und was die Leute, die diese Kreisabbildung jetzt ein bisschen intensiver studieren, und da, die hat es wirklich in sich, wenn man die jetzt mal genauer untersucht, dann macht es sinnvoll, die Phasen einfach zu normieren. Dass wir das sagen, wir normieren das. Auf das Intervall 0 bis 1. Und sagen jetzt eine Phase bei einer Rotation ist nicht 2 Pi, sondern 1. Teilen also alle Variablen hier durch 2 Pi. Und dann steht jetzt hier so drin t Phi zum Zeitpunkt t plus 1. Eigentlich wäre das jetzt ein Phi-Strich, aber das Strich lässt man jetzt einfach weg. Das ist das Phi von t plus, jetzt braucht man nur noch Omega zu nehmen, weil dieses 2 Pi fällt weg. Ne? Man ist dann nach einer Rotation genau um das Verhältnis der Windungszahl erhöht. Jetzt hat man hier, jetzt muss ich das k auch durch 2 Pi teilen. Ist aber nicht schlimm, das ist ja dann so ein K-Strich, das stört eigentlich keinen. Und dann hat man aber jetzt bei dem Sinus 2 Pi mal Phi. Man muss also aufpassen, dass man das Sinus jetzt, da muss ich natürlich jetzt 2 Pi reinnehmen, weil das Phi hier nur durch 2 Pi geteilt worden ist. Aber man muss das Ganze nur noch machen, modulo 1. Und das ist jetzt die berühmte Kreisabbildung. Jetzt können wir mal schauen, wie sieht denn diese Funktion einfach aus, wenn wir die einfach mal grafisch auftragen. Dann müssen wir jetzt auftragen, wie wir das gesehen haben, den neuen Durchstoßungspunkt gegen den alten, also Phi von t plus 1. Haben wir Phi von t und das war ja ohne so eine Sinusfunktion, war das einfach hier diese Steigung gerade mit Steigung 1, die abspringt, dass wir in dem Quadrat bleiben, weil diese Abbildung soll ja innerhalb dieses Quadrates bleiben, das aber jetzt von 0 bis 1 nur geht, nicht bis 2 Pi, weil wir das ja normiert haben. Wir starten also dann wieder bei dem Omega. Vorher hatten wir 2 Pi Omega, aber aufgrund der Normierung starten wir einfach bei dem Frequenzverhältnis. Und jetzt würde es erstmal so hier hochgehen und hier unten irgendwo rauskommen. Vielleicht irgendwie sowas. Aber jetzt haben wir ja diese Sinusmodulation drauf. Deswegen kommt jetzt hier noch dazu so eine Sinusfunktion. Das sieht halt jetzt im Allgemeinen so aus. Die Abbildung hier springt wieder nach unten. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir jetzt haben wir eine Abbildung, die ist nicht mehr linear. Was passiert, wenn man die iteriert? Wenn man also jetzt anfängt, man nimmt einfach jetzt einen Wert. Guckt, was ist der nächste Wert, mit dem fängt man wieder an und so weiter und iteriert das Ganze. Das so sieht die Abbildung hier aus, wenn das kleiner ist als 1. Und das, wenn man diese Kreisabbildung untersucht, stellt man fest, es kommt wirklich ganz extrem darauf an, wie groß dieser Wert k ist.
Wenn der Wert k größer als 1 ist, dann wird diese Abweichung von der Gerade hier noch stärker. Das skizzieren wir jetzt auch mal. So, wir wollen jetzt wieder diese Funktion skizzieren. Aber diesmal haben wir eine sehr starke Deformation. Das heißt, es geht hier erstmal nach unten. Und hier geht es auch erstmal nach oben, bevor man hier wieder rauskommt. Das wäre jetzt die Form der Kreisabbildung, wenn das k größer als 1 ist. Der Unterschied ist diese Abbildung hier, die ist noch invertierbar. Also zu jedem Wert kann ich auch den Ursprungswert bekommen. Diese Abbildung ist nicht invertierbar, weil ich kann die Vergangenheit eines Durchstoßungspunktes nicht bekommen, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, was die Vergangenheit hätte sein können. Also wenn die Kopplung sehr groß ist, dann ist die Kreisabbildung nicht mehr invertierbar. Und das spielt sozusagen bei der Lösung dann dieser Kreisabbildung eine große Rolle. So, und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn Sie so eine Abbildung iterieren? Das haben Sie ja schon mal in Modellierung 1 gesehen, bei diskreten Abbildungen. Das ist ja sowas Ähnliches hier wie diese logistische Abbildung. Dann musste man ja hier eine Diagonale reinsetzen. Ja, erinnern Sie sich, wie das ging? Dann starten wir mit dem Startwert gestartet. Ich mache das vielleicht besser mal hier erstmal bei dem hier oberen, wo das ein bisschen einfacher ist. Wir machen hier eine Diagonale durch und dann nehmen wir einen Startwert, nehmen wir mal diesen hier. Dann ging das war dieses Kopfwebbing. Dann müssen wir jetzt hier schauen, für diesen Startwert, was ist unser neuer Wert. Dann gehen wir mit diesen neuen Wert müssen wir wieder zum Startwert nehmen. Dann geht man auf die Diagonale, dann bekommt man den neuen Startwert. Jetzt muss man wieder mit dem auf die Diagonale gehen, bekommt den neuen Wert und so weiter. Dann macht dieses Kopfwebbing und guckt, was passiert. Und Sie merken schon, dass das ist jetzt nicht so ganz klar, obwohl diese Abbildung ja relativ einfach ist. Jetzt kommen wir hier hinten drauf, kommen hier hin und so weiter. Obwohl diese Abbildung extrem einfach ist, ist es nicht so klar, was kommt als Abfolge davon raus, wenn wir hier dieses Cobwebbing, diese Konstruktion machen und es einfach weiter durchiterieren. Und um das rauszubekommen, müsste man das jetzt einfach mal numerisch machen. Und das werden Sie auch einmal in einer Übungsaufgabe machen, indem Sie diese Abbildung einfach mal iterieren und schauen, auch was ist der Unterschied, wenn dieses k kleiner oder größer als 1 ist. Und da kommen extrem verrückte Sachen raus. Und das möchte ich Ihnen dann im nächsten Video einmal zeigen. Für jetzt sage ich erstmal vielen Dank.